Bevor das Video losgeht, denk doch bitte daran, auf den Like-Button zu drücken und einen Kommentar dazulassen. Und wenn du neu dabei bist, abonnieren und Glocke rein, dann verpasst du auch keine neuen Videos. Viel Spaß! Yoga mit Brezelpiet hat mich verdreht, aber nicht auf eine gute Weise. Ich habe nur zugestimmt, diesen verdammten Yogakurs zu besuchen, damit Jessie endlich die Klappe hielt. Sie war es leid, mich über meinen steifen Rücken stöhnen zu hören. Am Abend, bevor ich die Anzeige von Brezelpiet gefunden hatte, war sie jedenfalls ausgerastet. Um Himmels Willen, hör entweder auf zu jammern oder tu etwas dagegen, Bill. Jeden Tag jammerst du über deinen schmerzenden Rücken. Entweder du änderst etwas oder du akzeptierst es und kommst damit klar. Ich fand, dass meine Frau nicht sehr fair war. Ich hatte bereits einige Veränderungen vorgenommen. Ich hatte mir eine ergonomische Tastatur zugelegt, meine 3 Monitore genau auf Augenhöhe gebracht und sogar $1,700 für einen schicken Bürostuhl ausgegeben. Einen von denen mit verstellbaren Lendenwirbelstütze. Setz dich aufrecht hin, du wirst noch zu Quasimodo, wenn du so gekrümmt sitzt. Diese nörgelnden Kommentare aller paar Stunden, während ich versuchte, neue ETL-Skripte für Finanzdaten in Python zu schreiben, waren ein Hinweis darauf, dass die Investitionen in die Haltungskorrekturen nichts brachten. Und als ob die Bemerkungen nicht schon deutlich genug gewesen wären, machte die Tatsache, dass die schmerzende Steifheit in meinem Rücken nicht nachließ, deutlich, dass Jessie jedes Recht hatte, mich zu nerven. Ich hatte aber noch mehr Arbeit vor mir, deshalb stieß mir die Anzeige von Brezelpiet auf Facebook auch so ins Auge. Menschen sind steif und gerade Linien sind schlecht. Brezelpiet, Yoga, Yoga, Yoga. Menschen sind steif, Brezelpiet ist Yoga. Sei nicht steif mit Brezelpiet. Nun, mein pochender unterer Rücken war ein Grund dafür, dass die Werbung, die in meinem Feed auftauchte, meine Aufmerksamkeit erregte, kurz nachdem Jessie mir wieder mal gesagt hat, ich solle aufhören, mich zu beschweren. Der andere war die Formulierung. Sie hätte mich auch so innehalten lassen, selbst wenn ich mich nicht gerade durch einen weiteren Abend gequält hätte. Verdammt, Google hört schon wieder mein Telefon ab, murmelte ich und klickte, um einige der Kommentare zu lesen. Es waren ein paar Dutzend. Ich hatte nicht viel über Yoga nachgedacht. Mein Plan war es eigentlich gewesen, am nächsten Tag einen Chiropraktiker aufzusuchen, nur damit Jessie die Klappe hielt. Ich denke, jedermann versteht mich. Wie meine hochgezogene Augenbraue aber verriet, war Yoga allerdings nicht die schlechteste Idee. Ich war selbst überrascht, dass mich die gebrochene Formulierung nicht abschreckte. Die besten Yoga-Lehrer kommen sicherlich nicht aus den USA, dachte ich mir. Brezelpiets Sprachkenntnisse waren schließlich nicht der Grund, warum ich ihn brauchte. Ich brauchte seine Fähigkeiten, um meinen Rücken zu entspannen. Was er laut den Kommentaren unter der bildlosen Anzeige auch konnte. Ich war noch nie so flexibel. Bevor ich den Kurs von Brezelpiet besuchte, konnte ich meine Zehen nicht einmal sehen. Nun sehe ich sie jeden Tag, schrieb Mary Ann Llewellyn aus Ohio. Der Kurs mit Brezelpiet hat mich verändert, schrieb Rick Harrison aus New York City. Ich habe noch nie Yoga gemacht, aber dank Brezelpiet muss ich das auch nie wieder. So die glühende Empfehlung von Stephanie Pratt aus Idaho. Setz dich gerade hin, Bill, du hast doch erst vor 2 Minuten über Rückenschmerzen gejammert, kam der schnippische Kommentar meiner Frau Jessie auf der Couch. Ich werde morgen zu einem Yogakurs gehen, murmelte ich zurück und notierte mir die Adresse von Brezelpiets Studio aus der Anzeige. »Ist das genug für dich?«, fragte ich. Ich war überrascht, als ich mich in Erwartung eines bissigen Kommentares umdrehte und sah, dass sie lächelte. »Ja, das wäre sie tatsächlich«, sagte sie und bedankte sich dafür, dass ich meinen Arsch hochbekomme, um etwas gegen eines meiner Probleme zu unternehmen. Dann erinnerte ich mich wieder daran, warum ich sie geheiratet hatte. So nervig die Nörgelei auch war, sie hatte recht. Mein Rücken war übel. Außerdem hatte ich mir irgendwie faule Angewohnheiten zugelegt. Ich murmelte eine Entschuldigung und dass ich ein Idiot sei, woraufhin sie erwiderte, dass es schon okay wäre und ich von Anfang an nicht so ein kleines Weichei hätte sein sollen. Irgendwie ging ich daraufhin verärgert ins Bett. Ehe, oder? Am nächsten Tag kam ich den Wünschen meiner Frau auf aggressive Weise nach und tat genau das, was sie verlangte, um ihr etwas zu beweisen. Sie dachte, ich würde es eh nicht durchziehen und diese Genugtuung wollte ich ihr nicht geben.
Ich stieg also in mein beschissenes Auto und fuhr in das Industriegebiet, in dem sich laut Google Maps das Studio von Brezel Pete befand. Den Ort als heruntergekommen zu bezeichnen, wäre eine Beleidigung für jedes Eck auf der falschen Seite einer Stadt. An jeder Ecke gab es einen Berg von Müllsäcken und nicht einen Müllcontainer in Sicht, in dem keine pissegetränkte Matratze lag. Außerdem enthielt jeder Quadratmeter ewig lange Graffitis mit irgendeiner Art von Drohung oder rassistischer Beleidigung. Auf dem Parkplatz gab es jedenfalls Platz für 8 Fahrzeuge, von denen 6 bereits voll waren, als ich ankam. Jeder von den Parkplätzen hatte mindestens ein Schlagloch, das gerade groß genug war, um das Parken zur Qual zu machen. Das Studio von Brezel Pete hatte nicht einmal ein Schild, aber ich wusste, dass ich es gefunden hatte, weil eine Gruppe von 5 nervösen und leicht gebeugten Menschen damit beschäftigt war, Yogamatten zu tragen und sich irgendwie fehl am Platz vor dem Studio zu fühlen. Es war eines dieser billigen Wellblechhäuser, die im 2. Stock mit beschichteten Fenstern und so wenig Mauerwerk wie möglich ausgestattet sind. Jedes Stück Metall war verrostet, jeder Ziegel mit Ruß überzogen. Die Tür, vor der die Gruppe stand, führte zu einer Feuerleiter, wie es schien. Einst war sie wohl blau gewesen, aber die Jahrzehnte in der Sonne hatten ihren Farbton so gebleicht, dass man ihn kaum noch als Farbe bezeichnen konnte. Ich fand, dass es zur Authentizität beitrug. Brezel Pete kümmerte sich nicht um Äußerlichkeiten. Sein einziges Augenmerk galt dem Yoga. Ich war schon immer ein zynischer Mensch, der den ganzen Firlefanz und die Tuerei hasste. Das Yoga-Studio, zu dem ich Google Maps an diesem Tag führte, war jedenfalls das am weitesten von Marketingabteilung und Markenbildung entfernteste. Eine Chance, mein Geld dort einzusetzen, wo mein übermäßig prinzipientreues Twitter-Maul zu Hause ist. Brezel Pete ist schließlich Yoga. Richtig? Brezel Pete's Yogakurs? Wagte ich mich an die Gruppe heran, wohl wissend, dass ich nicht daran gedacht hatte, mir eine von Jessys Yogamatten zu leihen. Die 5 drehten sich um und nickten mit dem nervösen Gleichklang von Leuten aus der Mittelschicht, die sich erst kürzlich kennengelernt hatten und auf den Beginn einer organisierten Aktivität warteten. Eine korpulente Frau mit einem Karen-Bob-Schnitt meldete sich zu Wort. »Ja, haben Sie keine Yogamatte mitgebracht?« fragte sie mich. Obwohl sie 1 Meter kleiner war als ich, schaffte sie es irgendwie, mich von oben herab anzuschauen. Ich schimpfte innerlich und rollte mit den Augen, aber bevor ich eine sarkastische Erwiderung murmeln konnte, schwang die bleiche Tür auf. »Willkommen, steifes Volk, zum Yoga, Yoga, Yoga.« Die Stimme, die durch die offene Tür drang, hatte keinen Akzent, den ich wiedererkannte. Das erfüllte mich irgendwie mit großer Zuversicht. Brezel Pete war echt, das einzig Wahre. Nicht irgendein in Kalifornien aufgewachsener Yuppie, der sich als mystischer Guru stilisierte und nebenbei Nutribullet-Produkte auf Facebook vertreibt. Pete war wahrscheinlich die Abkürzung für einen unglaublich langen tibetischen oder indischen Namen, den ich niemals aussprechen könnte. Ich lächelte vor mich hin, während ich der korpulenten Karen und ihrem Gefolge in das schattige Lagerhausstudio folgte. Das erste, was mir auffiel, war der Geruch. Es war genau die Art von Geruch, die man von einer authentischen, erstklassigen Yoga-Erfahrung sich erwünscht, weißt du? Weihrauch und Aromatherapieöle hingen dick und süßlich in der Luft. Erdige Noten von Zitrusfrüchten und scharfe Kräuterdüfte beschworen Bilder von Bergen, Pagoden und Tempeln herauf. Uralte Praktiken, die seit Tausenden von Jahren weitergegeben wurden. Mönche, die tagelang meditieren, um herauszufinden, wie man einen Bandscheibenvorfall am besten behebt. Das ganze Zeug eben. Der Moschus hat aber noch etwas anderes an sich, das ich nicht genau benennen konnte. Eine schwache, aber nicht unbemerkbare Unterströmung von süßem, kupferartigem Geruch, der nicht so recht dazuzugehören schien. Das Studio war jedenfalls recht dunkel. Das Tageslicht, das es schaffte, sich durch den Schmutz an den hohen Fenstern zu kämpfen, wurde schnell von den grau-violetten Weihrauchdämpfen in die Knie gezwungen. Es gab zwar etwas Beleuchtung in dem schattigen Raum, aber es war buchstäblich gerade genug, um den Raum vor der totalen Schwärze zu bewahren. Das absolute Minimum, um den Standard von angemessen beleuchtet zu erfüllen. Der einzige Schutz vor völliger Erblindung waren ein paar Kerzen, die an den Füßen der 4 vertikalen Träger angebracht waren, die die weit entfernte Decke stützten. 3 der 4 Wände waren, soweit ich es erkennen konnte, kahl. Die 4., die dem Eingang direkt gegenüber lag, wurde von einem dicken, dunklen Vorhang verdeckt, dessen Farbton ich in den Schatten nicht ganz ausmachen konnte, er aber definitiv einen dunkleren Farbton hatte als die Eingangstür. Dieser Vorhang zuckte, als die akzentlose Stimme erneut ertönte. »Legen Sie Ihre Matte auf Boden. Brezel Pete ist Yoga. Sie werden in nicht allzu langer Zeit ebenfalls Yoga sein.«
Ich fühlte mich ein wenig unsicher. Und das nicht nur, weil ich keine Yogamatte hatte. Ein Blick über meine Schulter zeigte mir, dass es einen Platz ganz hinten gab, nahe der Tür, die Karen gerade mit einer Autorität hinter sich geschlossen hatte, als würde sie den Kurs mitleiten. Ich entschied mich für den Platz, der am weitesten von der Front entfernt war, in der Hoffnung, dass Brezel Pete das Fehlen meiner Yogamatte aus diesem Blickwinkel nicht bemerken würde. Das rettete mir buchstäblich das Leben. Nun das und meine schwitzigen Füße. Die anderen fünf, darunter auch die stämmige Get Me the Manager, Karen, rollten ihre Matten aus und brachten sich in Position, grinsten einander an und machten nervösen Smalltalk. Ich schaute unbeholfen auf den polierten Betonboden und schürzte die Lippen wie ein Pferd, während meine Arme zur Seite schwangen. Ich spürte, wie Karen Bob Katie zwischen den Anpreisungen ihrer Tochter einen Blick über ihre Schulter und auf mich warf. Ich versuchte jedoch mein Bestes, sie zu ignorieren, was ich allerdings nicht lange versuchen musste. Die korpulente Frau nahm Blickkontakt mit mir auf und hustete, um sich zu räuspern, aber bevor sie einen abfälligen Kommentar über meinen kaputten Turnschuh und das Fehlen einer Yogamatte loswerden konnte, tauchte Brezel Pete hinter dem Vorhang auf. Gerade Linien haben hier nichts zu suchen. Es heißt jetzt Yoga, Yoga, Yoga. Die Schuhe, Vergangenheit, ja. Ich ertappte mich dabei, wie ich meine abgetragenen Laufschuhe auszog und sie in die Dunkelheit hinter mich schob, gefolgt von meinen aufgerollten Socken. Der Rest des Kurses tat dasselbe, wobei sie weniger wie Teenager mit ihren Schuhen um sich warfen, sondern sie ordentlich neben die Yogamatten stellten. Ich fühlte mich ziemlich unsicher, bevor Brezel Pete auftauchte und hatte mir eingeredet, dass meine Unsicherheit schon verschwinden würde, sobald er auftauchte. Was sie aber nicht tat. Ich hatte ziemliche Erwartungen an unseren mysteriösen Lehrer und er erfüllte nicht eine davon. Dabei weiß ich nicht einmal genau, wie ich mir den Mann vorgestellt hatte, der hinter dem Vorhang hervorkam, aber es war definitiv nicht die Gestalt, die fast in die Mitte des Raumes vor unsere Gruppe zu gleiten schien. Ein Blick auf ihn steigerte meine Unsicherheit zu einem ausgewachsenen Unbehagen. Das erste Wort, das mir in den Sinn kommt, ist groß. Ich hatte einmal einen Mann kennengelernt, der 2,15 Meter groß war und das Marfan-Syndrom hatte. Man musste jedenfalls den Hals verrenken, um mit ihm zu reden. Als ich zu Brezel Pietes Gesicht aufblickte, tat mir der Nacken weitaus mehr weh als bei der größten Person, der ich je begegnet war. Brezel Pietes Größe allein war schon erschreckend, aber selbst mit einer normalen Körpergröße wären seine Proportionen immer noch irgendwie beunruhigend gewesen. Sein Rumpf war ein wenig zu kurz, die Knie waren etwas näher an den Knöcheln, als sie es sein sollten, und die Oberschenkel waren im Vergleich zu den Schienbeinen viel länger als bei allen Beinen, die ich je gesehen hatte. Das gleiche galt für seine Arme. Stämmige Unterarme baumelten unter langen Bizepsen, Ellenbogen und Handgelenke waren viel näher beieinander als bei allen anderen Körpern im Raum. Er war nicht völlig deformiert, nur ein klein wenig über die Grenze zwischen normal und dem Uncanny Valley. Jedenfalls genug, um mich nervös zu machen, aber nicht, um schreiend davonzulaufen. Gott, warum bin ich nicht einfach schreiend weggerannt? Brezel Pete musterte den Kurs mit wässrigen, eingefallenen Augen und klatschte seine großen, langfingerigen Hände zusammen. Ich konnte nicht sehen, welche Farbe seine Iris hatte, da er eine dunkle, runde Brille trug, die gefährlich auf seinem breiten, kahlen Kopf wackelte, wenn er sich bewegte. Ich konnte aber erkennen, dass seine Pupillen groß schienen. Wirklich groß. Er hatte eine der kürzesten Nasen, die ich je gesehen hatte, und ein schmales, fast konisches Kinn, das mindestens 2 bis 3 Zentimeter aus seinem Gesicht ragte. Wenn er grinste, enthüllten seine feuchten, violetten Lippen klaffende Zähne, die so teebraun gefärbt waren wie die eines Rauchers nach 20 Jahren mit 2 Schachteln am Tag. Also alle haben die Einladung von Brezel Pete in den Netzen gefunden. Brezel Pete ist Yoga, 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 ja. Gerade Linien kommen hierher, um zu sterben. Brezel Pete ist Mensch. Mensch ist Yoga. Mensch ist Atmen. Atmet Menschen. Einmal mehr ertappte ich mich dabei, wie ich die scheinbar unschuldige Anweisung befolgte. Meine Lungen füllten sich mit dem blaugrauen Prickeln des Weihrauchs und der düsteren Lagerhausluft. Ich atmete tief und langsam ein, genau wie bei den Yoga- und Achtsamkeitskursen, die sich Jesse auf TikTok immer ansah. Kaum zu glauben, aber ich dachte kurz, oh wow, dieses tiefe Atmen muss wirklich funktionieren. Ich fühlte mich fast schwindelig, als ich mein Brustkorb hob und die Dämpfe meine Sinne erfüllten. Ich hatte ein paar Stunden Zeit, um darüber nachzudenken.
Und ja, ohne Scheiß, er hatte uns von dem Moment an, als wir den Raum betraten, unter Drogen gesetzt. Ich denke, er musste uns beeinflussbar machen, damit das, was er tat, als er die Brille abnahm, auch funktionierte. Ich hätte meinen Atem anhalten sollen, aber damals hatte ich noch nicht die Gabe des Rückblicks. Ich zog einfach fröhlich den berauschenden Mief in mich hinein und führte meine plötzliche Beruhigung auf die Kraft der achtsamen Atemtechniken zurück, die ich immer zu sehr abgelehnt hatte, um sie auszuprobieren. Die Wahrheit ist, er hatte uns in der Hand, seitdem wir den Raum betreten hatten. Der erste Atemzug dieser dicken Dämpfe reichte aus, um uns leicht beeinflussbar zu machen. Deshalb gehorchten auch alle in unserer Gruppe von Yoga-Neulingen, als Brezelpiet sagte: Vertikal seid ihr alle falsch. Seid nah am Boden. Irgendwie verstanden wir, was er meinte, und setzten uns auf unsere Yogamatten, oder in meinem Fall auf dem polierten Betonboden. Brezelpiet überragte uns. Seine schlaffe Haut sah durch das flackernde Kerzenlicht und den dämpfenden Rauch fast lila aus. Geräte, Taschen, nein, Schuhe und Bildschirme sind jetzt Freunde. Es gibt keine Pixel, die groß genug für Yoga, Yoga, Yoga sind. Einmal mehr wurde die Botschaft interpretiert und die Telefone wurden ohne zu fragen in die Schuhe gesteckt. Ich war nachgiebig, aber um es klar zu sagen, ja, was auch immer in dieser Luft lag, trug nicht länger dazu bei, meine Nerven zu beruhigen. Ich hatte bereits das Gefühl, dass etwas ganz und gar nicht stimmte, und den nervösen Blick nachzuurteilen, die sogar die kleine Miss »Ich will mit deinem Supervisor sprechen« um sich warf, ging es dem Rest der Gruppe genauso. Ich hatte eigentlich eine authentische Yoga-Erfahrung erwartet. Ich merkte, dass ich eine authentische Erfahrung von irgendetwas hatte, aber es war nicht Yoga, 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 wie versprochen. Ich begann die Hammerschläge der Panik in meiner Brust zu spüren, als Brezepit noch einmal sprach und ich realisierte, dass ich nicht mehr aufstehen konnte. Das ist Yoga, Yoga, Yoga. Alle Menschen sind auserwählt. Alle sind gescheitert. Keiner kann sich anpassen. Du bist starr, unflexibel, steif. Brezepit ist hier, um zu korrigieren, zu bestrafen, von jenseits der Sterne. Der große Petillion wacht im Herzen des Universums. Die Ironie ist seine Forderung. Brezelpiet erfüllt die Forderung. Das ist Yoga, Yoga, Yoga. Es waren nicht die Worte, die mich dazu brachten, weglaufen zu wollen. Ja, sie waren definitiv unsinnig und wieder nur im Nachhinein ahnungsvoll, aber es war die Art, wie er sie sagte, die mich weitaus mehr bedrückte. Sein unnachahmlicher Akzent war nicht das einzige unzusammenhängende Element seiner Stimme. Ich hatte es nicht bemerkt, als er das erste Mal sprach. Es war so subtil, dass ich es erst nach ein paar monoton gebellten Sätzen bemerkte. Der große Petillion waren die genauen Worte, bei denen es mir auffiel. Danach war es nicht mehr zu überhören. Brezelpiet hatte zwei Stimmen. Nicht etwa, dass er einige Worte auf die eine und andere Weise sagte. Nein. Der hagere Riese in seinem silbernen Gewand sprach mit zwei verschiedenen Stimmen gleichzeitig, wobei die zweite nur knapp von der ersten übertönt wurde. Die Hauptstimme von Brezelpiet war schrill, laut aber, flach in Ton und Klangfarbe. Die zweite Stimme war ein leises, fast unhörbares Flüstern, das sich Huckepack auf seiner Hauptstimme befand. Sie war jedoch nicht flach oder monoton. Die Stimme, die ich fast nicht bemerkt hätte, war ein warmes, singendes Rauschen, das angenehm gewesen wäre, hätte man es nicht für unmöglich gehalten. »Das gefällt mir nicht«, begann die Karen Bob Lady. »Ich möchte mit dem...« Brezelpiet schnitt ihm mitten im Satz das Wort ab. Nicht mit einem Laut, sondern mit einer Bewegung. Er nahm seine dunkle Brille ab. Die Wirkung seines weltfremden Blicks war augenblicklich, wie ein Schlag in die Magengrube für die Sinne. Ich hatte die Farbe seiner Augen vorher nicht sehen können, aber wie sich herausstellte, hatte ich sie nicht verpasst. Brezelpiet hatte keine Iris, nur perlmutdünne Ringe aus makellosem Weiß um seine tintenschwarzen Pupillen von der Größe eines Silberdollars. Wie seine Augen aussahen, war jedoch nicht wichtig. Was er hingegen mit ihnen zu tun begann, brachte uns alle sechs dazu, in entsetzter Verwirrung zu schreien und in einigen Fällen auch zu kreischen. Sobald sich die stark getönten Brillengläser von Brezepits Gesicht lösten, spürte ich Hände auf meinem ganzen Körper. Kalte, klamme und vor allem völlig unsichtbare Hände. Okay, ich gebe es zu, ich war einer der einigen Fällen, die anfingen zu kreischen. Allerdings nicht für lange.
Keiner von uns hatte viel Gelegenheit, unser plötzliches, überwältigendes Gefühl von »Oh verdammt, nein, ich hau hier ab« auszudrücken, denn Brezel Pete wollte zur Sache kommen. »Der Lärm wird aufhören, ja.« Die ätherischen Hände an meinem Kiefer drückten ihn zu und pressten meine Zähne mit scharfen, spinnenartigen und unsichtbaren Fingern zusammen. Ich konnte die Beulen und Abdrücke meiner Haut sehen, die sie an meinen Beinen und Armen hinterließen, bevor Brezel Pete eine Geste machte und sie mich auf die Beine zogen. Ich wusste, dass die anderen denselben Albtraum durchmachten, denn ich konnte Dutzende von Handabdrücken auf allen freiliegenden Gliedmaßen und Oberkörpern sehen. Ich hörte Karen Bob Katie durch ihre geschlossenen Lippen schreien, die von einem Griff eisiger Fingerspitzen zusammengepresst waren, die niemand sehen konnte. Ihre empörte Wut stoppte jedoch, als der hypnotische Riese sich fast doppelt so weit herunterbeugte, um seine bodenlosen Pupillen auf ihre Augenhöhe zu bringen. Er sprach noch einmal, aber diesmal waren seine Worte auf erschreckende Weise fast sinnlich. »Dieser Mensch ist Monica Hillary Brandon«, sagte Brezel Pete, wobei seine beiden Stimmen bei jedem gebellten Wort umeinander tanzten. »Sie erhält Endorphine, erzeugt Vergnügen, indem sie die Norm am Arbeitsplatz und die Befehlsketten des Einzelhandels ausnutzt, um diejenigen zu erniedrigen, die in schlecht bezahlter kommerzieller Knechtschaft leben. Sie war unflexibel und falsch. Der große Petillion hat sie beobachtet und für angemessen befunden, sie zu bestrafen. Es ist Zeit für Yoga, Yoga, Yoga. Ich bin Brezel Pete.« Ich schwöre, ihre Schreie klingen immer noch in meinen Ohren, trotz der unsichtbaren Hände, die ihren Kiefer fest geschlossen hielten. Genauso wie das Knacken ihrer Knochen und das Schaben und Knirschen der Wirbelsäule. Fairerweise muss ich sagen, dass der gespenstische Griff um mein eigenes Gesicht fast keine Mühen hatte, um mein Wimmern zum Schweigen zu bringen, also hatten die Hände bei der Frau wohl auch keine große Anstrengung. Der Unterschied zwischen unseren Schreien war jedoch, dass ich vor Angst schrie, bis ich schwarze Flecken am Arm meiner Sicht bekam und meine Blase sich entleert hatte. Monica Hillary Brandon, alias Karen Bob Katie, schrie hingegen in unbändiger Qual. Ich wünschte, ich hätte keinen Bezugsrahmen, um es nachvollziehen zu können. Das Wort, das mir in den Sinn kam, als Brezel Pietes unsichtbare Hände mit Monica, der Manager-Beschwörerin, fertig waren, war Schneckenhaus. Es fing bei ihrem Kopf an, okay? Ihr ganzer Schädel wurde langsam nach hinten gezogen, bis die Luft von dem dumpfen Pop, Pop, Pop durchschnitten wurde und sich ihre Halsknochen einer nach dem anderen ausrenkten. Das Biegen hörte jedoch nicht auf. Nicht bevor der enge Dutt auf ihrer Kopfhaut fest in ihren Rücken gedrückt wurde. Ihre Schreie und Flehen mussten sich nun durch eine plattgedrückte Kehle sowie einen zusammengepressten Kiefer und Lippen kämpfen. Dunkelrote Rinnsale quollen aus ihren auf den Kopf gestellten Nasenlöchern und ihre spitzbübischen, herablassenden Augen waren von wulstigen, lila Kapillaren übersät. Zum Leidwesen von Monica und uns allen hatte Brezel Pete gerade erst angefangen. Monica wurde rückwärts auf sich selbst gerollt. Ihre Knochen schabten und rutschten gegeneinander, das dumpfe Knirschen war sogar über die 6 Schreie mit zusammengepressten Kiefern hinweg zu hören. Dem doppelten Knacken, als sich ihre Hüfte auskugelte, folgte fast sofort ein Orchester aus nassen Zweigen, die unter ihren Füßen einknickten. Das kam von den unsichtbaren Händen, die sich an ihren Oberschenkeln zu schaffen machten. Unsichtbare Finger, die taktisch ihre Oberschenkelknochen brachen, damit die Faltung fortgesetzt werden konnte. Sie taten dasselbe, nachdem sie über ihre Knie und zu ihren Schienbeinen gelangt waren. Als sie es beendeten, sah der zitternde Klumpen, der übrig blieb, eher wie eine überdimensionale Tube zusammengerollter Fleischzahnpasta aus, als wie ein menschliches Wesen. Irgendwie war Karen Bob Monica jedoch noch am Leben, aber nur knapp. Ich konnte sie aber nicht mehr schreien hören. Sie wimmerte und aus ihren spitzbübischen, ehemals bissigen Augen liefen blutrote Tränen. Brezel Pete hat das Problem behoben. Yoga, Yoga, Yoga ist vollbracht, sagte der hochaufragende violette Riese und grinste auf die umgedrehte, einstige Frau herab. Die Ironie, oh die Ironie, der große Petillion wird sicher zufrieden sein. Mit einer Bewegung seiner seltsamen Gliedmaßen wandte er sich von Monica ab und während er das tat, verblassten auch die roten Handabdrücke auf dem, was man von ihrem Fleisch noch sehen konnte. Allerdings setzte er seine Sonnenbrille nicht wieder auf. Nein, sehr zu unserem Entsetzen schwankte er durch die dunkle, glitzernde Lache aus Monikas Blut und
zur nächsten Matte hinüber. Der hier, Rusty O'Mulligan, begann er, schöpft Vergnügen, erzeugt Serotonin, indem er mit Fremden auf Bildschirmen und Geräten streitet, global seine eigene starre Ideologie vorantreibt und die Starrheit des Denkens aufrechterhält. Und so begann der Prozess von neuem. Brezel Pete beendete seine Rede und beugte sich dann wieder fast doppelt so tief herunter, um seine obsidienfarbenen Augen auf die Augenhöhe des glatzköpfigen Mannes zu bringen. Das Wort, das mir in den Sinn kam, als Brezel Pete mit dem Tasten-Warrior fertig war, war Krabbe. Wenn er da lebend rauskam, würde Rusty O'Mulligan auf keinen Fall wieder einen anderen Gang als den seitlichen gehen. Oder seine Arme senken, nachdem was die unsichtbaren Finger mit seinen Schulterblättern angestellt hatten. Einer nach dem anderen arbeitete sich Brezel Pete durch die Gruppe, verdrehte und beugte sich und brach uns in unmögliche Winkel für seinen Gott oder Herrn oder Meister oder was auch immer. Er erwähnte, er käme von jenseits der Sterne, aber ich versuchte nicht zu viel darüber nachzudenken. Zumindest noch nicht. Man muss einen Schritt nach dem anderen machen, weißt du? Ich war als Letzter dran, deshalb lebe ich wahrscheinlich auch noch. Ich hatte viel Zeit, um mich voll zu schwitzen, und die Menge, die ich mir in die Hose gepisst hatte, trug zweifellos dazu bei. Verdammt nochmal, ich habe einige Scheiße gesehen. Der pylonähnliche Stern-Yoga-Instructor las jede unserer Sünden laut vor der verbleibenden Gruppe vor, die noch den Yoga-Yoga-Yoga-Prozess durchlaufen mussten. Die Urteile waren jedoch immer nur halbsinnig. Was auch immer dieses Petillion ist, es war das, was die Fäden von Brezel Pete zog, und es verstand die menschliche Sprache nicht sonderlich gut. Oder was verdammte Ironie ist. Der Kern von Brezel Pete's Anschuldigung war jedoch immer klar. Kursteilnehmerin 3 war eine Brautzilla. Opfer 4 weigerte sich, wegen irgendeines belanglosen Streits mit ihren Eltern zu sprechen, und der Letzte, der vor mir von unsichtbaren Händen gebrochen wurde, hatte die Kardinalsünde begangen, ein beschissener Chef zu sein. Dafür wurde sein Hals um 180 Grad gedreht und Knie, Ellenbogen, Zehen und Finger wurden Gelenk für Gelenk quälend langsam verrenkt. Sieh mal, jeder von uns war eindeutig ein Arschloch. Das sehe ich ein. Jeder von uns war starr oder unflexibel oder stur oder was auch immer. Und das machte die Leute um uns herum unglücklich. Das ist nicht gut, aber ich glaube nicht, dass es... Nun ja... Brezel Pete's verdrehte Version von Ironie rechtfertigte. Rebecca, Braut aus der Hölle Bowman, hatte, glaube ich, zumindest nichts getan, um es verdient zu haben, dass ihre Knöchel nach außen gedreht wurden, bis ihre Schienbeine brachen und ihre Kniescheiben heraussprangen. Unsere Bestrafung war nicht ironisch, auch wenn unser dämonischer Yogalehrer von jenseits der Sterne ständig von Ironie faselte. Es war keine Ironie, es war einfach nur verdammter Wahnsinn. Wir hatten es nicht verdient und ich würde in diesem beschissenen Yoga-Studio sterben. Als ich an der Reihe war, war es im schattigen Studio fast still. Irgendwie waren die 5 anderen nicht tot, aber sie konnten nicht mehr tun, als Blut zu gurgeln und gelegentlich ein gequältes Wimmern von sich zu geben. Ich wünschte wirklich, ich hätte einen besseren Namen für den Mann. Das Ding, das von Dirk pflichtmäßige unbezahlte Überstunden Dredgers Yogamatte zu mir glitt. Brezel Pete lässt ihn fast witzig klingen. An diesem rasselnden Atem war aber nichts witzig. Oder an diesen Gliedern, die fast so lang waren wie mein Körper. Sie windeten sich langsam, während sich seine unsichtbaren Hände an die Arbeit machten. Dieser hier, begann er, wobei sich seine feuchten Lippen über sein bebendes, schwarzes Zahnfleisch schälten, während er mich angrinste. Ist Bill Fizzlewave. Er ist wegen seiner Lebensgefährtin hier und weil er sich nicht für sie verbiegen will. Und dann hat Brezel Pete ein paar Minuten damit verbracht, mir zu erklären, warum mein beschissenes, mürrisches Verhalten gegenüber Jesse in den letzten Jahren das rechtfertigte, was da passierte. Ob ich glaube, dass ich es vielleicht verdient habe? Auf keinen Fall. Ich meine, ja, ich muss wohl netter zu meiner Frau sein, aber diese Lektion sollte mich nicht dazu bringen, für den Rest meines Lebens durch einen Katheter pissen zu müssen. Das war eine riesige Überkorrektur. Völlig unnötig. Oh, und ich werde dir nicht erzählen, was Brezel Pete mir über mich erzählt hat, bevor er anfing, meine Beine mit diesem ätherischen Tausendhandgriff immer weiter auseinanderzuziehen. Ich weiß, dass deine Sympathie für mich bereits am seidenen Faden hängt, aber ich habe sie nie geschlagen oder so etwas, um sicherzugehen, dass du keinen allzu schlechten Eindruck von mir bekommst.
Es ist einfach nicht leicht, mit mir zusammenzuleben, okay? Ein launischer Scheißkerl, aber nichts, weswegen man die Bullen rufen müsste. Ganz zu schweigen davon, dass mir die untere Hälfte des Beckens komplett verdreht wurde. Ich erinnere mich nicht mehr an viel von dem, was passiert war, als er es getan hat. Es war nicht so, dass die bodenlosen schwarzen Murmeln mein Selbstbewusstsein untergraben hätten oder so etwas. Es tat einfach nur verdammt weh. Ich konnte an nichts anderes denken als an den Schmerz. Ich war mir nicht bewusst, was er tat oder wie lange. Alles verschmolz zu einem zeitlosen Klecks überwältigenden sensorischen Feuers. Es hört auch lange, lange danach nicht auf zu schmerzen. Ich meine, es tut immer noch verdammt weh, aber wenigstens haben meine Wadenknochen angefangen, sich zu setzen. Die Ärzte konnten sie jedoch nicht wieder komplett richtig positionieren, aber sie haben ihr Bestes getan. Oh Scheiße, tut mir leid, ich greife zu weit vor. Du willst wissen, wie ich rausgekommen bin, hm? Eine Kombination aus drei Dingen. Erstens, der polierte Betonboden war voller Blut. Zweitens war ich barfuß und hatte schwitzige Füße und da ich Angst hatte, waren sie besonders rutschig. Drittens, ich hatte keine Yogamatte dabei. Und ja, viertens, als ich in der Mitte des Yoga-Yoga-Yoga-Prozesses ausrutschte, stieß eine Kerze um und der Vorhang, der daraufhin Feuer fing, lenkte Brezel Piet ab. Aber nicht allzu lange. Ich konnte sehen, wie er mich von der Tür aus angrinste, während ich mich mit meinem einen guten Arm über den Parkplatz zog. Es war jedoch lange genug, um mich seinem hypnotischen Zauber zu entziehen. Ich meine, seien wir ehrlich, wenn er mich hätte zurückholen und den Job zu Ende bringen wollen, hätte er es tun können. Ich glaube, er und sein Meister dachten, es wäre... Verdammt, sie dachten, es wäre lustig oder so. Die Vorstellung, dass ich zurück in die Welt gehe, um die Geschichte zu erzählen und ausgelacht oder als Verrückter gebrandmarkt zu werden. Immerhin lachten seine Zwillingsstimmen. Sie gackerten und heulten mich an, während ich mich 20 Minuten lang vom Parkplatz zur nächsten Straße schleppte. Gott sei Dank wusste der Obdachlose, wo er ein Münztelefon finden und einen Krankenwagen rufen konnte. Es hat jedenfalls eine Weile gedauert, bis sie verstanden, dass der Satz »Ihr Kopf steckt in ihrem Rücken« nicht nur ein Scherz war, aber ich kann der Telefonistin keinen Vorwurf machen. Die Ärzte können sich immer noch nicht erklären, wie ich noch atmen konnte und ein großer Teil von mir wünscht sich, dass ich es nicht hätte. Aber ja, meine verschwitzten Füße rutschten auf dem nassen polierten Beton aus. Seine unsichtbaren Hände drehten mich in eine Position, in der ich auf einem Bein stand und, nun ja, der Schwerkraft ausgesetzt war. Brezel Piet verstand die Anatomie der Menschen wohl nicht gut genug und bemerkte nicht wirklich, dass ich keine Yogamatte hatte. Was die Kerze und den Vorhang angeht, nun, das ist etwas, das ich erst in einigen Jahren wirklich auspacken werde. Hinter diesen Vorhängen steckten Maschinen, Geräte und Apparate, die vom Boden bis zur Decke reichten. Sie alle schienen wahnsinnig komplex zu sein. Obwohl ich mich darauf konzentrierte, gegen die Schmerzen anzukämpfen und die Tür zu erreichen, während Brezel Piet sich um das Feuer kümmerte. Ich bezweifle ohnehin, dass ich es lange hätte ertragen können, sie zu betrachten. Vor allem nicht, wenn man den kurzen Blick auf diese unaussprechliche Abscheulichkeit, die auf einem der Bildschirme schwebte, als Maßstab nimmt. Zumindest hat die Enthüllung dieser riesigen jenseitigen Maschinen hinter dem Studiovorhang erklärt, woher der psychotrope Weihrauch kam, denke ich. Die Polizei hat mir jedoch nicht geglaubt, obwohl die Ärzte verblüfft waren, dass ich nicht gestorben bin. Mehrere heimliche Telefongespräche führten wohl dazu, dass FBI-Agenten in schwarzen Anzügen ab und zu durch die Tür meines Krankenhauszimmers spähten. Jesse hat zugestimmt, zu mir zu halten, denn natürlich muss sie das. Einige Beamte gingen jedenfalls zu diesem Metallschuppen. Wenn du getippt hast, dass es keine Spur von Brezel Piet, seiner verrückten außerirdischen Maschinerie oder den 5 Yoga-Yoga-Yoga-Schülern gab, 10 Punkte für Gryffindor. Es gab allerdings einen Brandschaden und alle 5 wurden seitdem offenbar als vermisst gemeldet. Mal ehrlich, wenn sie nicht einen Kolostomiebeutel auf meinem unteren Rücken hätten anbringen müssen, wäre ich verdächtigt worden. Ich glaube, die dummen Schweine haben beschlossen, dass ich nicht mehr ganz richtig im Kopf bin. Sie suchen einen Serienmörder, einen, der so kranke Sachen macht, dass Leute wie ich, die überleben, lieber an verrückten Scheiß wie Außerirdische glauben. Die Ärzte, Krankenschwestern und Männer in Anzügen sind allerdings eine andere Geschichte. Das gilt auch für Oliver, den gut aussehenden Pfleger, der sich bereit erklärt hat, das alles abzutippen, während ich es ihm diktiere und für mich zu posten, weil er ein wirklich netter Mensch ist. Oliver hat gehört, wie ich meine Geschichte einem der Feds erzählt hatte. Er bot mir aus einem einfachen Grund an, sie online zu stellen.
Er hatte die Anzeige von Brezel Pete selbst gesehen. Er hätte auch fast zugesagt, wenn sein bester Kumpel nicht zufällig auch Yogalehrer gewesen wäre. Die Adresse hatte sich geändert, aber Oliver konnte sich nicht mehr erinnern, wo genau, und die Anzeige war aus seinem Feed verschwunden. An eine Sache erinnerte er sich jedoch. An einen Namen aus einem der Kommentare. Eine Glocke, die erst läutete, als ich ihm alles erzählte und er es aufgeschrieben hatte. Oliver erinnert sich deutlich an den Kommentar einer Frau, denn er bemerkte laut seinem yogalehrenden Freund gegenüber, wie offensichtlich bezahlte Kommentare heutzutage sind. Brezel Pete hat mich wirklich dazu gebracht, mich selbst zu betrachten. 10 von 10. Würde Yoga, Yoga, Yoga immer wieder machen, schrieb Monica Hillary Brandon an dem Tag, als ich in der Notaufnahme ankam. Oliver, der besonders gut aussehende, hilft mir jedenfalls, all dies niederzuschreiben und als Warnung zu veröffentlichen. Wenn du eine Anzeige für Yogastunden mit Brezel Pete siehst, geh nicht hin. Es bedeutet, dass du zur Zielscheibe geworden bist und selbst wenn du so gut wie nichts Falsches getan hast wie ich oder so, Oliver weigert sich, es anders zu schreiben, weil ich schon ein bisschen wie ein Arschloch klinge, wirst du trotzdem von Brezel Pete mit der abgefuckten Ironie des großen Petillion verurteilt werden. Ich wusste nicht, worauf ich mich da einlasse und jetzt werde ich nie wieder laufen, mich selbst ernähren oder mir den Arsch abwischen können. Diese hochaufragende Säule der höhnischen lila Bosheit mit ihren tausenden von Geisterhänden ist immer noch irgendwo da draußen. Du wurdest gewarnt. Verschwende es nicht.